Ich habe schon manches Spiel erlebt hier auf der Bielefelder Alm oder in der Schüko Arena. Aber so eine Stimmung wie heute Abend, nee, die hat es noch nicht gegeben. Soll heißen Pokal und Meisterschaft. Links Oliver Kahn, rechts Matthias Hein. Und das ist der Zeitpunkt, einen Blick zu werfen auf die taktischen Aufstellung. Ein Tor bis jetzt in dieser Saison noch gar nicht. Da ist es! Dritte Minute, Bayern führt durch Michael Ballack. Er hat angekündigt, jede Chance zu nutzen, seine Kritiker ruhig zu stellen. Und Lizarazu. Barclay! Barclay! Und wenn ich es richtig gesehen habe, war Kahn noch dazwischen. Eine Chance fast aus dem Nichts heraus. Die Situation schien schon geklärt und dann war er da blitzschnell. Nicht mehr als 20 Zentimeter. Aber alles noch gut. Lense. Gegen Lizarazu. Buckley. Riskiert den Zweikampf und bricht ihn wieder ab. Kauf. Immer noch Kauf. Lense. Der kann flanken. Und Schuler. Kahn dazwischen. Porcello. Und abseits. Wir schauen es noch mal genau an. Die Abseitsposition richtig. Hier, dieses Tor hätte gegolten. Kahn hat in der Rückrunde wieder das frühere Niveau erreicht. Und es hat sich auch sonst nicht viel geändert. Es fliegen Bananen wie zu Kahns besten Zeiten. Klasse Leistungen des Nationaltorhüters. Die werden sofort belohnt. Jetzt ist mehr Platz da. Links kommt Schuler. Bielefeld dreht auf in dieser zweiten Halbzeit. Immer noch der Ghana, Skela. Immer noch der Albaner, Skela. Oh! Oliver Kahn war wieder dran. Ein klasse Schuss, eine super Parade von Kahn. Vorher der Ballverlust von Thorsten Frings. Die zweite Halbzeit geizt nicht mit Höhepunkten. Seroberto. Tor! Nochmal Schweinsteiger. Und die Ecke. Und ich glaube, der Kopfball kam von Pizarro. Oder war er es hier? De Michelis. Und was war das dann noch für ein Spiel? Fehler von Hein. Seroberto. Hein ist wieder auf der Linie. Und Borges klärt für seine Torwart. Makkay. Gegen zwei, gegen drei, gegen vier. Kommt durch, Makkay. Hein. So, zwei Minuten Nachspielzeit sind auch gleich vorüber. Jetzt nochmal die Bayern. Pizarro. Und das gibt Elfmeter. Und da bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob ich Markus Merk bei dieser Entscheidung folgen kann. Nochmal. Er spielt den Ball und dann tritt Pizarro dabei in den Boden. Also für mich die einzige Fehlentscheidung von Dr. Markus Merk in diesem Spiel. Oliver Kahn, herzlichen Glückwunsch zur Reise nach Berlin. Ja, danke schön. War es Glück oder auch Können? Denn wenn man Sie heute herausheben muss, weil Sie drei hervorragende Paraden geleistet haben, dann zeigt das ja, dass Ihre Mannschaft nicht so dominant war. Man muss die Situation sehen. Ich glaube, das war für uns das siebte oder achte Spiel jetzt in 14 Tagen. Und was das für eine Substanz die Mannschaft kostet und dann hier auf der Alm zu spielen. Ist ja klar, die haben nichts gegen Bielefeld, aber die haben vielleicht die Hälfte unserer Spiele in der Saison gemacht. Die sind frisch, die geben Gas, die kämpfen um ihr Leben. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Und deswegen muss man so, wie die Jungs heute hier gekämpft haben von uns, muss man einfach zufrieden sein. Aber Ihr Kader ist natürlich wesentlich stärker besetzt als der von Bielefeld. Wenn man Ihre Ersatzbank von heute sieht, da wäre ja jeder andere Club froh, wenn er die hätte. Ja,
das sind dann immer so Argumente. Aber glauben Sie, wenn Sie mal Fußball gespielt haben, dann wissen Sie, was das bedeutet. Sechste oder siebte Spiel innerhalb kürzester Zeit zu machen. Und es geht ja in jedem Spiel für uns um fast alles. Und es ist einfach eine Belastung, egal ob du da auf der Bank sitzt oder spielst. Und deswegen finde ich, hat die Mannschaft sich heute hier gut aus der Affäre gezogen. Ein Wort zum Endspielgegner Schalke. Ja, wirkt natürlich ein bisschen brisant. Ich denke, Schalke hat uns in der Saison zweimal geschlagen. Und nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung werden sie uns dreimal nicht schlagen. Danke, Oliver.